Hallo, hier ist der Yogi285 und ich habe eine kleine Lieferung bekommen. Nicht alle drei Spiele, die vor mir liegen, das ist nur die gesamte Uncharted-Kollektion. Heute ist der dritte Teil gekommen aus England in der Game of the Year Edition, wie man sieht. Uncharted 3 Drake's Deception. Ja, so sieht die Verpackung aus in der UK-Version, ohne störendes USK-Logo unten. Man hat nur das kleine 16er PEGI-Logo, das Sony-Logo, ein 3D-Logo, das Naughty Dog-Logo. So sieht die Rückseite aus. Erstmal dazu. Wenn ihr euch die angucken möchtet, könnt ihr das hier kurz tun. Nochmal mit den bekannten Symbolen da hinten drauf. Und das Ganze ist die englische Fassung, ist aber komplett deutschsprachig auch, da es ein Spiel von Sony ist, wie man sieht. Die sind immer in der kompletten deutschen Fassung auch, beziehungsweise in der Multilanguage-Fassung. Ich mache das Ganze jetzt mal hier kurz auf, um euch zu zeigen, ob irgendwas Besonderes in der Game of the Year Edition drin ist. Sehen hier vorne noch, ein Movie-Download ist integriert für Terminator Salvation. Da ist ein Download-Code dabei. Ja, und so sieht das Ganze von innen aus. Scheinen keine besonderen Extras dabei zu sein in der Game of the Year Edition. Die sind nämlich eher im Spiel integriert. Das steht hier irgendwo auf der Packung drauf. Hier sind die Game of the Year Extras. Zum Beispiel 12 Multiplayer Maps, eine neue Co-op Mission und ein neuer Co-op Game Modus. Und außerdem 25 Multiplayer Skins, die man verwenden kann für seinen Lieblingscharakter. So sieht das Handbuch aus. Gebe ich euch mal eben eine kleine Einsicht mit schwarz-weißen Bildern, wie das üblich ist, Steuerungserklärung und die Grundlagen werden hier eben erklärt. Natürlich ist das Handbuch hier in dem Fall auf Englisch, wenn man es sich aus England bestellt, um ein paar Euros zu sparen. Auf der Rückseite des Handbuchs ist auch noch ein Gutscheincode drauf und außerdem ist noch hier der Gutscheincode für Terminator Salvation, für den Film-Download, der vorne aufgeklebt war bereits, der kleine Sticker, und so sieht die Scheibe aus. Uncharted 3 Drake's Deception Game of the Year Edition in der UK-Version, habe ich jetzt glaube ich schon 5-mal gesagt. Ja, ich zeige euch noch eben das Bild, was sich in der Innenseite des Covers versteckt. Das sieht so aus. Ja, mehr kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen, denn jetzt habe ich es komplett auseinandergepflückt. Wenn euch das gefallen hat, eine kleine Hilfe war, wie gesagt, das Spiel ist komplett deutschsprachig, könnt ihr euch problemlos aus dem Vereinigten Königreich bestellen. Wenn euch das eine kleine Hilfe war, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder meinen Kanal abonnieren. Ich stelle auch in der Regel interessantere Dinge vor als nur Blu-ray-Hüllen und deren Inhalt. Macht's gut, vielen Dank fürs Anschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder auf meinem Kanal. Tschüss vom Yogi285.